Hallo meine Liebe, du bist heute hier, um was zu präsentieren, um was zu... Also ich bin hier, um die Pink Ribbon, die Brustkrebskampagne zu präsentieren, wofür ich ja auch Model stande, ja. Für den fantastischen Künstler Filippo Jocco, toll, der mich bemalt hat. Ich habe die Bilder gesehen, die sehen fantastisch aus. Ja, also der hat es wirklich ganz grandios, ganz fantastisch gemacht und das war natürlich ein schmaler Grat, irgendwie das Thema einzufangen, das ja sehr ernsthaft ist. Ja, genau. Dann auf der anderen Seite die Nacktheit von mir. Das wollte ich gerade fragen. Hast du dich jemals so nackt präsentiert? Genau. War das für dich ein komisches Gefühl? Einmal oder? In meinem Leben. Also ich habe mal ein Playboy-Fotoshooting gemacht, da war ich natürlich auch nackt. Ach. Aber ich sage jetzt mal, für einen guten Zweck habe ich das natürlich noch nie gemacht. Okay. Und es fiel mir aber relativ leicht, nachdem ich dann Filippo dann auch kennengelernt habe. Okay. Und so nach einer halben Stunde hat er mir total die Hemmungen genommen. Und ich habe dann ja auch gesehen, wie konzentriert, wie fokussiert er war auf diese Bilder und auch letzten Endes auf diese Message, die wir dann weitergeben wollten. Du hast dich also nicht angestarrt gefühlt in irgendeiner Form, wie auf der Bühne. Also wenn ich auf der Bühne stehe, dann natürlich so, wenn ich Burlesque mache, Burlesque-Tanze, dann bin ich immer natürlich irgendwann schon nackend. In meiner Weise natürlich nicht ganz nackend, aber du hast dich nicht nackend gefühlt. Überhaupt nicht. Also es ist ja wirklich so, wie ich sagte, ein schmaler Grat, weil letzten Endes ist es eine Nacktheit, die erzeugt Aufmerksamkeit, das wollen wir auch, aber das ernste Thema, das soll im Vordergrund stehen. Und ich denke, das ist uns mit diesem fantastischen Künstler ganz gut gelungen, nämlich wirklich beides zu vereinen einfach. Und gehst du regelmäßig zur Brustkrebsvorsorge? Ja, natürlich. Natürlich. Also ich mache das auch... Man kann ja nicht hier irgendwie Model stehen und danach sagen, es ist mir alles egal. Ich selbst bin im Familien- und Bekanntenkreis auch extrem davon betroffen. Ich habe schon zwei Menschen verloren durch Krebs. Okay. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache da mit. Sehr gut. Weil letzten Endes durch Brustkrebs, wenn man rechtzeitig zur Vorsorge geht, muss man nicht sterben. Also es ist wirklich, wenn man das regelmäßig macht, dann hat man gute Chancen. Und das ist das, was wir einfach transportieren wollen. Genau. Und bei mir ist es genauso. Ich lege dir hinterher einfach ab. Ich bin ein bisschen leichter beseitet. Aber trotzdem, geht alle zur Brustkrebsvorsorge. Ist ganz wichtig. Dann habt ihr ganz viel vom Leben. Vielen Dank. Definitiv. Ist nicht schlimm. Genau, tut gar nicht weh. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne.